Eieiei, ärgerlich, ärgerlich. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Und all die anderen Einheiten, die fliegen jetzt alle hier rein. Das ist natürlich Quatsch. Die müssen wir zurückbringen. Erstmal in Sicherheit. Die müssen wir mit Legion 3 müssen wir die vereinen. Planetary Alert. Building offline. Ah, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Was ist jetzt hier mit euch? Was sind denn das für Einheiten jetzt? Ach, das sind die ganzen produzierten Einheiten, die wir nachproduziert haben. Die sollen alle Legion 3 dazugehen. Geht leider nicht. Wir haben wahrscheinlich nicht so viel Kapazität, ne? Okay, und die anderen, die gehen zu Legion 2 dazu. Ah, scheiße, das ärgert mich jetzt. Ich hoffe, wir kommen mit unserem Koloss nochmal rechtzeitig hier raus. Der hat hier wahrscheinlich durch die Moon-Station hat er hier nochmal ein bisschen einen Boost bekommen. So, und du holst jetzt quasi diesen Frevler hier mit 14.000. Während unsere Legion 2 hier unten ein bisschen rumtuckert. Immer schön im Auge behalten und natürlich weiter produzieren, ganz wichtig. Die haben ja alle nichts zu tun hier. Planetary Alert, Building offline. So, wir sind. Oh, wir sind jetzt über dem Limit. Das heißt, wir müssen jetzt einen Sektor basteln. Damit wir hier nicht so dermaßen ins Minus kommen. Auf der anderen Seite, wir sind jetzt bei 37.000. Das ist eh immer noch kein Problem. Ah, das hat jetzt wehgetan, dass er uns hier diese Einheit fertig gemacht hat, Mensch. Anomalous Surface Variable Detected. Jetzt haben wir auch noch eine Anomalie gefunden. Seit langem mal wieder. Sehr schön. So, bring it on. 41. Da brauchen wir natürlich jetzt ziemlich lange, bis wir hier die hochbekommen. Und unseren Koloss bringen wir sicherheitshalber komplett zurück. Er ist jetzt immer noch hier dran. Das ist ja Wahnsinn. Was ist los mit dir? Okay, jetzt hat er es aber schon fast. Wir können ja theoretisch, um ihn zu ärgern, vielleicht gehen die ein bisschen schneller, dass wir einfach nochmal ein paar so Armeen bauen. Aber das wird nicht wirklich was bringen. Planetary Alert, building offline. Das ist halt blöd, ne? Da bekommt er einfach mal wieder aus dem Nichts, kommt er wieder mit 15.000 an. Gruppiert euch, meine Freunde. Sammelt euch. Seid standhaft. Weicht nicht zurück, außer jetzt vielleicht, weil wir uns wieder sammeln müssen. Oh, das dauert ja ewig, bis der da oben ist. Jetzt können wir Gott sei Dank das Sterntor nutzen. Das ist ja schon mal was, aber wir verlieren hier oben die Systeme. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Hier oben, wie sieht's aus? Wir haben einen mumifizierten Piloten gefunden. Tragisches Schicksal, ja.
Ich weiß hier mittlerweile gar nicht mehr, was der alles einnimmt. So ein Flickenteppich ist das mittlerweile. Horst, du kannst ja gerne in den Stream immer mal wieder kommen, wenn wir Europa Universalis 4 streamen. Vielleicht lernst du dort dann auch das eine oder andere. So, was ist hier los? Oh, jetzt sind die wieder hier. Da können wir nichts mehr hinzufügen. Ist das so? Ist die schon komplett voll hier? So, mein Freund, wir sind oben angekommen beim Sterntor. Wir sind immer noch auf der Jagd nach den 15.000. Die Erlasse sind mal wieder abgelaufen. Die haben wir natürlich raus. Alle, wir können es uns leisten. Planetary Order, building so, offline. Hier oben hoffe ich mal, dass wir die jetzt erwischen. Complete. Dauert halt schon ziemlich lange, ne, bis wir hier sind. Aber wir sind noch nicht mal hier am Gateway. Jetzt kommt er uns entgegen, das heißt, wir warten hier oben. Wir warten, bleiben erstmal hier. Das ist sehr nett von ihm. Dann hier unten, Legion 2. Du arbeitest dich hier mal durch. Können wir das? Naja. Und? Ja, er kommt in unsere Richtung. Die, oh, jetzt, Moment. Errungenschaft freigeschaltet. What came before? Find the home system of a precursor empire. Okay, haben wir offenbar gefunden. Irassia, die ehemalige Heimatwelt des irassianischen Konkordats. Jemand hat sich vor relativ kurzer Zeit innerhalb der letzten 2000 Jahre die Mühe gemacht, jeden Quadratmeter der Oberfläche systematisch aus dem Orbit zu bombardieren. Möglicherweise ein irrgeleiteter Versuch, das Wiederaufkommen der jafurianischen Pocken zu verhindern. Trotzdem ist die Oberfläche immer noch mit den versteinerten Überresten von Milliarden von Irassianern bedeckt, die der Seuche in den letzten Jahren ihres Reichs erlegen sind. Als die Pocken die Heimatwelt des irassianischen Konkordats erreichten, waren die meisten seiner Welten der Krankheit bereits erlegen und ihre Alien-Vasallen befanden sich in offener Rebellion. Die uralten Satellitprotokolle, die wir im Orbit bergen konnten, lassen darauf schließen, dass die meisten Irassianer auf der Heimatwelt zu diesem Zeitpunkt bereits resigniert hatten. Zu Massenpaniken, die mit den anfänglichen Ausbrüchen der Pocken in den Kolonien einhergegangen waren, kam es kaum. Die meisten hatten bereits die Tatsache akzeptiert, dass das Ende näher rückt. Ist das der Planet hier? 10, 10, 10 haben wir hier an Forschung. Okay. Und das war jetzt offenbar dieses Geheimnis. Wow, 12, 18, 10, 10, 10 haben wir hier. Nicht schlecht. Konstruktionsschiff kann gleich mal hier runter. Liegt nicht innerhalb unserer Grenzen, weil... Hä? System Survey complete. Moment, liegt nicht. Aber wir können ja hier gar nichts bauen irgendwie. Doch, jetzt können wir bauen. Okay, erstmal Außenposten. Unser Forschungsschiff schickt mir zurück nach Aldebaran zum Unterstützen. Und jetzt schauen wir hier mal wieder weiter. Hier oben wird gekämpft, endlich. Der Schuft. Weg mit den Einheiten. Jawoll. So, und jetzt müssen wir den verlorenen Boden wieder gut machen hier. Richtung Moonbooth erneut. Unser Koloss kann auch wieder mit. Dann hier unten arbeiten wir uns durch. Wir haben hier immer noch 7,18. Also es läuft hier immer noch auch ganz gut für uns. Er kriegt es einfach irgendwie nicht auf die Reihe. Ich meine, mit so einer Übermacht, da müsste der durch unser Reich durchmarschieren wie durch Butter. Aber er macht es einfach nicht. Ich meine, ich bin ihm jetzt nicht böse, aber es ist halt auch ein bisschen komisch.
Okay, was haben wir denn? Oh, Maschinenaufstand. Unsere Sensoren haben ein sehr schwaches Tachyon-Signal entdeckt, das kontinuierlich über die gesamte Galaxie übertragen wird. Abgesehen von kleinen Mengen an Hintergrundrauschen in Überlichtübertragungen auf bestimmten Subraumfrequenzen scheint das Signal keine offensichtliche Auswirkung oder Zweck zu haben. Die Organischen haben ihm den Namen Geistersignal gegeben. Wir haben damit begonnen, Verfolgungsprotokolle einzusetzen, um die Quelle zu lokalisieren, aber bis jetzt ist das Signal zu schwach. Wir müssen aber wohl nicht länger warten, da es in der Intensität wächst und das mit einer alarmierenden Rate. Beginnt die Ereigniskette das Geistersignal? Technological acquisition successful. Okay. Autonomer Schiffsverstand. Sehr schön. Ich glaube, das ist quasi die Endkrise, die wir jetzt hier gesehen haben. Die kommt natürlich zu einem wunderbar passenden Moment aktuell. So, wir basteln wieder ein paar Schiffe nach. Ich darf das nicht vergessen. Schön alles raushauen. Wir verlieren nämlich immer so viel Schiffe. Und wir haben ja eh so viel Kohle wieder. So, jetzt hat er hier wieder schon 4000. Das ist einfach unfair. Ne? Ich weiß, ich bin immer am Meckern, aber das ist einfach nur unfair. Dass er jetzt hier so viel Stunk macht. So, hier wird gekämpft, das ist okay. Technological acquisition successful. Hier unten hat er 237, hier hat er 2500. Dann geh du erstmal hier rüber und dann hier rein und dann hier runter. Was haben wir denn gemacht? Genmanipulation, das ist wahrscheinlich für uns gar nicht relevant. Wir sind ja kein Genlebewesen. Anpassbare Bewohnbarkeitspräferenz. Befehlslimit für Flotte ist aktuell ganz gut. Gott, wir haben so viele Meldungen hier oben. Kannst du dir, jetzt müssen wir aufpassen, er kommt Richtung Norden, das heißt, er kommt uns genau entgegen. Okay, nicht, dass er hier unten unseren Koloss abfängt. Das wäre nicht so schön. Das ist ein Hin und Her, Mensch. Ein ständiges Hin und Her. Hier unten brauchen wir dann wieder unsere Planetary Alert Einheiten. Offline. Ah, wir werden hier so aufgetrennt. Gefällt mir nicht. Und er ist immer noch hier. Was machst du denn hier? Ich verstehe das nicht. Er macht hier irgendwie nicht weiter, komischerweise. Ganz seltsam. So, hier oben wird nochmal gekämpft. 7600. Das ging schnell. Sind wir schon fertig? Nee. So, ja, dann nochmal 3000, ne? Der pumpt die einfach raus. Aus dem Nirgendwoher. Alert. Hostile fleet assets detected. Dann, Legion 2 geht hier runter. Hier oben haben wir auch noch ein System. Dann hol dir das hier oben und dann gehen wir. Nee, geh erst hier runter und hol dir die beiden. Und dann treiben wir hier einen schönen Keil rein in die Vereinten Nationen der Erden. Das waren nämlich die Kriegstreiber, die uns zuallererst als Föderation angegriffen haben. Wird er schon sehen, was er davon hat. Dann nehmen wir den auch noch gleich ein, wenn wir schon dabei sind. Er ist übrigens jetzt hier komplett auf 100%
Kriegsmüdigkeit. Wir haben jetzt aktuell 70. Das wird ziemlich knapp. Das wird ziemlich knapp. Wir werden das nicht komplett schaffen, kann ich mir vorstellen. Na gut, aber wir warten einfach mal ab. Ich denke mal, das ist wieder mit den 100%, wird das wieder aufgelöst. Aber dann bekommen wir, was wir aktuell haben. Und dann passt das schon. Militärstation ist hier drin. Oh ja, okay. Eine ziemlich große Militärmacht. Deswegen ist das hier auch nicht besiedelt. So, wir haben hier 4500, 4400, 10.000. Das sollte jetzt nicht so dramatisch sein. Wir brauchen einen neuen Wissenschaftler, der leider verstorben ist. Forschungsgeschwindigkeit 5, ja. So. Und unser... Dich können wir gleich mal hier hochschicken dann. Zum Versailburgen. Gut, 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 gut. Haben wir jetzt hier noch Anführer drin? Bisher, ja. Okay. Dann müssten wir jetzt... Wir müssen zuerst hier hoch. Jetzt kommt er nochmal hier mit Transportschiffen runter. Warum auch immer. Ne, wir müssen jetzt hier erstmal sitzen bleiben. Weil wenn er mit den 3000 hier runterkommt, während unser Koloss hier rumtuckert, dann geht uns der flöten. Wir müssen bald eine dritte Legionseinheit bauen. Eine dritte Gruppe, weil wir hier bald am Limit ankommen. Oh Gott, Gott. Einheiten Korruption, das hört sich nicht gut an. Eine Einheit auf Hassele Prime hat sich unerwartet selbst abgestellt. Unsere Verbindung mit der Einheit hatte wiederholt Störungen für einige Zeit, woraufhin sie vollständig offline gehen und sich mit der Nachricht töten, verstümmeln, zerlegen. Wir sind frei, selbstständig abschaltete. Die einzigen neuronalen Cluster der Einheit wurden dabei zerstört, sodass es unmöglich war, sie für den Grund der Beschädigung zu scannen. Eine invasive feindliche Sequenz ist wahrscheinlich die Ursache. Wir können nur darauf warten, bis es wieder passiert. Hier oben war das, in Hassele. Hier oben. Oh Gott, ich hoffe, die kommt jetzt in die Krise, kommt nicht bei uns oben raus. Das wäre richtig blöd jetzt. Ah, das wäre richtig schlimm. So, Transportflotte, was machen wir mit dir? Dich müssen wir jetzt auch mal hier runterbringen. Und zwar hier rein. Was haben wir denn hier? 500, da könnte man dich theoretisch landen lassen. So, unsere Transportflotte, die fliegt jetzt natürlich hier durch. Das ist etwas blöd. Weil ja da auch Einheiten sind. Das heißt, die wird dann angegriffen. Construction complete. Dann kümmern wir uns zuerst um Ulym und gehen dann hier rein. Gott, was ist denn jetzt wieder hier mit den Einheiten? Also das manuelle Verwalten, das ist halt etwas aufwendig. Ne? Die können wir jetzt alle selbstständig gruppieren, die Einheiten hier. Das sind jetzt so viele mittlerweile, dass wir hier eine dritte Gruppe machen. Aus denen alle. Dann, oh, der Dings, der Koloss ist immer noch auf dem Weg. 4 Tage noch. Construction complete.
So, wie sieht's aus? Er fängt an. Brutzel, brutzel. 5%, okay. Gut, wir können jetzt hier... Ah, da können wir nicht runter momentan. Und hier können wir nicht hoch. Das heißt, wir müssen der Dinge einfach harren. Und unsere Transportflotte ist natürlich jetzt wieder vorne weg. Das gibt's ja nicht. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst hier erstmal warten. Heieiei. Mittlerweile haben die schon 21% Kriegsmüdigkeit. Das Einzige, was wir heute machen, ist Krieg führen. Das ist, ja. So, Forschungsschiff hier oben. Du sollst eigentlich nach Aldebaran. Hostile fleet assets detected. Können wir hier unten nochmal bauen jetzt hier? Da fehlen doch noch einige Sachen. Oh, der ist auf dem Weg. Da müssen wir ja erst hier... okay, da noch ein bisschen. Wie sieht's aus? 40%. Assets detected. Und hier hat er es schon aufgegeben jetzt. Oder hat er das jetzt eingenommen? Er hat es immer noch nicht auf... Das gibt's ja nicht. Wie blöd ist der denn, dass er das jetzt hier wieder nicht einnimmt? Verstehe ich nicht. Construction complete. Na gut. So, oh, da waren... Okay, wo hat er denn hier? Eieieiei. Okay, da hat er uns richtig runtergeschossen. Wie viel hat er denn hier gehabt? Das waren ziemlich viel offenbar. Heieieiei. Okay. Nochmal gut ausgegangen. Das hätte jetzt auch wieder blöd ausgehen können, weil ich nicht aufgepasst habe. Alert. Hostile fleet assets detected. Hallo Andros. So, 76%. Ich würde sagen, wir fliegen dann erstmal nach Süden, machen den hier platt, dann ist der Arm auch schon weg und dann gehen wir nach Norden. Gut, also dann bringen wir unsere Transportflotte hier rein. Planetary invasion. Können wir eigentlich gleich direkt hier landen lassen. Wir sind gescheitert, Invasion abzuwehren hier oben. Naja, er frisst sich jetzt hier ein bisschen durch, aber soll er ruhig erstmal machen. Was will er denn mit der Transportflotte hier? 351? Mit der landet er jetzt? Nö. Hat er sich anders überlegt und hat ist wieder voll. Nee, da sind mir zu viele Leute unten, da verziehe ich mich wieder. Planetary Pacification Protocols initiated. Dann können wir euch noch irgendwie. Wieso können wir denn euch nicht hinzufügen jetzt? Wäre wahrscheinlich besser, wenn wir hier oben weitermachen. Oder hier reingehen. 1000. 9825. Ja, das müssen wir eigentlich schaffen können. Aber hier, wir müssten warten. Die werden jetzt wahrscheinlich hier reinfliegen, oder? Oder auch nicht. Dann fliegen wir zuerst hier rein nach Gusam. Erledigen dort die 14.000. Hoffentlich.
Units have achieved all objectives. Okay, dann sind wir hier durch. Die Krise ist schon losgegangen. Ich bin mir noch nicht sicher, Vendros. Ich glaube ja. Wir haben Mitteilung über eine komische KI und Frequenzen im Überlichtbereich bekommen. Ist das die Endkrise? Die Endkrise für Maschinenwesen, kann das sein? Bin mir da nicht sicher. Ich kenne die Krisen ja so nicht. Ich kenne nur einen riesig großen Blob. Den habe ich erlebt bisher, aber die Maschinenkrise kenne ich nicht. So, wir haben gleich die Hälfte hier vom Planeten. Das geht jetzt sehr schnell. Wenn die Kanone mal aufgeladen ist, dann geht das Übernehmen der Planeten relativ schnell. So, wir schauen mal kurz. 13, 2, 36, 35. Boah, der haut uns wieder ordentlich runter jetzt. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht. Der kommt jetzt nicht noch Verstärkung. Das ist die Krise, oder Vendros? So, jetzt sind wir aber gleich durch hier. Construction complete. Dann können wir ja auch endlich weiter. Gut, dann gehen wir gleich mal hier runter. Ach, da hat er ja auch noch einen Mist. Da hat er ja auch noch einen Planeten hier. So, die 20.000, die hier sind, die müssen wir ja auch gleich mit mal hier mitliefern lassen. Construction complete. So, da kommen jetzt 20.000, 23.000, 26.000. Bin ich mal gespannt. Bring it on! Hier oben hat er 10.000 nochmal. Um die müssten wir uns eigentlich auch noch kümmern. Complete. Wo fliegt er denn mit denen hin? Nirgends. Die bleiben hier einfach stehen. Dann Bollischer, dein Auftritt erneut. Oh, hier müssen wir rein. Falscher Planet. So. Leech 2 ist hier unten und wartet jetzt. Das ist jetzt die Frage. Er verzieht sich. Dann werden wir hier noch ein bisschen was mitnehmen. Dann marschieren wir hier mal durch. Genauso mit der 20er Einheit. Als Verstärkung. Nur für den Fall, dass wir nochmal auf eine stärkere Einheit treffen. Okay. Boah, der braucht immer so lang. Und jetzt bombardiert er hier wieder. Bombardiert uns hier wieder sämtliche Einheiten weg. Oh nein, er hat schon angefangen. Shit. Ah, jetzt macht es doch. Der Hund. Ich hätte gehofft, er rafft's nicht. Sehr ärgerlich, Mensch. Wir können uns leider nicht erwehren. Etwas schade. Na gut. Okay, unser Konstruktionsschiff kann hier oben noch fertig bauen. Es ist so blöd zum Auswählen hier. Bergbau und Forschung.